Hallo NES-Freunde, hallo, hallo. Ich zocke alle NES-Games von A bis Z. Und heute ist dran Donkey Kong 3. Ich spiele ja nun mal jeden Rotz, den es am NES gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn mal so ein Klassiker wie hier dabei ist. Donkey Kong 3, ich glaube, ich habe es noch nie gespielt und bin sehr gespannt drauf. Sehr gespannt. Aha, was muss ich da machen? Ah, die Bienen wegschießen. Okay. Nein, nein, Biene weg. Oh, Biene hat mich getroffen. Okay, das habe ich wirklich ganz sicher noch nie gespielt. Ah, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ich will doch ein bisschen rausfinden, was ich da machen muss. Einfach mal unten bleiben und die Bienen da gescheit rausholen. Vielleicht einfach mal gescheit Dauerfeuer geben. Das Dauerfeuer scheint eine gute Strategie zu sein hier. Schlange. Mal eins höher. Bringt das irgendwas? Es ist mir aber auf mich draufgefallen. Das scheint auch nicht gut zu sein. Ja, ist wohl eine Arcade. Ja, steht ja auch auf dem Cover, sehe ich gerade. Ist ein Arcade-Klassiker. Okay, das erklärt natürlich einiges, warum sich das so spielt, wie sich spielt. Was bringt's mir, wenn ich da ganz rauf gehe? Hey. Ah! Okay, die Blumen. Vielleicht doch besser unten bleiben. Ganzen Bienen da. Schlange, Bienen, weg mit den Bienen da. Weg, 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 weg. Ah, geht weg, geht weg. Was muss ich machen? Mist. Was muss ich tun? Kann ich da irgendwie... Deswegen nur diesen Donkey Kong da abschießt die ganze Zeit. Ah, kann ich da... Haut mir die Tube runter. Ah, jetzt habe ich besseren Schuss. Okay. Okay, habe ich wohl gut gemacht. Ich musste ihn da ganz raufjagen. Ist schon sehr oldschooles Game. Aber irgendwie cool. Ja, dass ich das noch nie gespielt habe, das wundere ich mich bei manchen NES-Games dann doch immer wieder. Da rauf mit der Affe. Rauf, 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 rauf. Ah, blöde Biene hat mich gestochen. Ich mag keine Bienen. Game over schon wieder. Okay. Ja, das ist so ein wirklich so ein Münzfress-Game. Gleich den am Anfang mal da gescheit einheizen. Das war eine gute Strategie vom letzten Mal. Biene direkt im Bopsch. Komm schon, direkt da was angekommen. So, nochmal einen gescheiten Schuss hier abgeräumt. Den Affen da. Sehr gut. Affe verschwindet. Geht schon. Next. Ein bisschen störend, dass man hier nicht den Mario spielt.
Ich prange das an. Haben schon Giraffe da angekommen, Graf mit dir. Was ist jetzt? Dann gekommen hat. Die Honigwabe im Schüttel kriegt. Gut. Perfekt! Perfekt hier. Und das Level kommt mir bekannt vor. Jetzt fange ich wieder mit dem gleichen Level an. Ah, aber es ist schwerer. Okay. Boah, viel schwerer. Viel schwerer. Viel schwerer. Puh. Es ist ja fast unmöglich, diesen komischen Schuster auszuweichen. Weil es wird ja echt nicht leicht. Geh weg! Es braucht so viel Konzentration, ich kann kaum sprechen dabei. Es tut mir leid. 6 Minuten sind um. Ja, es ist schon ganz okay, aber muss man mögen. Ich meine, eins meiner ersten Spiele war ja Donkey Kong, aber Donkey Kong Junior, das Trigontronic, war so ziemlich das erste Game, das ich selbst besessen habe. Es erinnert mich ein bisschen daran. Auch wenn es natürlich krass anders ist. Ah. Jetzt mach mal Gas da, komm. Ah. Ja, ich möchte eigentlich noch ein Game B probieren. Gibt es ein Game B? Mal den Resetten schnellen. Gibt es ein Game B? Ja, gibt es natürlich. One Play. Player Game B. Geht schon. Donkey Kong, ich komme. Nein, da nimmt mir meine Rosen weg. Okay, Game B ist schon noch mal einiges schwer. Das Spiel ist eh schon nicht leicht. Okay, besseren Schuss, der ist wichtig. Schlange, weg mit dir. So einen Donkey Kong ein bisschen einheizen da. Ja, doch noch geschafft, Level 1. Auch auf Game B. Dass ich das so damals so durchgesetzt habe, Game A, Game B und Game B ist so schwer. Das war ja auf den Trigontronics auch schon. Falls jemand weiß, woher dieses kommt, dieses Game A, Game B, warum das so genannt hat, das wäre mal was zu wissen. Das haut mir bitte in die Kommentare, falls das irgendjemand wissen sollte, warum das Game A und Game B heißt. Weg. Ah, es ist der Affe runtergehüpft. Ganz schlecht. Affe soll nicht runterhüpfen. So, bleib oben, du Affe. Bleib da oben. Komm schon. Kann ich noch nicht mehr abschießen, weil die blöden Würmer im Weg sind. Noch total bescheuert. Na, es geht sich nicht aus. Man muss die Würmer so abschießen, dass sie auf gar keinen Fall vom Donkey Kong sind. Ha, schwierig.
Gut, aber ich lasse das jetzt mal. 10 Minuten Donkey Kong 3 waren mir jetzt mal genug. Ich sag mal, ist ein interessantes Spiel. War damals arcademäßig sicherlich extrem cool, kann ich mir schon vorstellen. Aber aktuell, so, wir haben jetzt bald 2020. Naja, ich kann mich nur. Man kann es echt nur als Nostalgie spielen. Ansonsten nicht ganz so meins, muss ich sagen. Ich erkenne an, dass es ein gutes Game ist vom Gameplay her, aber ne, also jetzt noch zocken muss nicht unbedingt sein. Sorry Nintendo, auch wenn ich eure Spiele mag, aber das Spiel ist für mich zu Ende. Ja. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch. Haut mir mal einen Kommentar rein, wie ihr das Game so findet, wenn ihr es jetzt noch spielt. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, unten einfach in die Kommentare hauen. Und gut ist. Ciao, Leute.